Willkommen zu einem weiteren Tutorial für das Point-and-Click-Development-Kit. In diesem Tutorial wollen wir euch vorstellen, wie ihr euer eigenes Save-Menü erstellt. Wenn ihr ein Spiel startet, ohne bereits ein eigenes Menü zu haben, benutzt PackTK das Standardmenü. Dieses könnt ihr farblich anpassen, aber ansonsten ist es so, wie es ist. Wenn ihr eurem Spiel aber euren eigenen Charme verpassen wollt, wäre es immer ganz praktisch, euer eigenes Menü zu erstellen. Und wie, das zeige ich euch jetzt. Erneut verwende ich für dieses Tutorial das Basic Adventure, was zuvor im Basic Tutorial erstellt wurde. Falls ihr das noch braucht, könnt ihr die Projektdatei auf der Homepage runterladen, ebenso wie die Grafiken für dieses Tutorial. Als nächstes fügen wir mal ein paar Grafiken hinzu. So, und wie immer brauchen wir einen neuen Raum. So, und den tragen wir schon mal ein, und zwar hier bei Main Menu. Und hier könnt ihr jetzt sehen, Custom Menu, das tragen wir natürlich ein. Und hier kommt der Name des Raums rein, der unser Menü enthalten wird, Main Menu. Das war's schon. So, hier müssen wir jetzt ein weiteres Objekt erstellen, das wieder als Hintergrund für unser Menü erstellt wird. Die entsprechende Hintergrundgrafik, so sieht sie aus. Ihr seht jetzt, dass hier einige Button in ihrem Normalzustand bereits vorhanden sind. Das spart schlichtweg Grafiken. So, wir sperren das Objekt wieder. Und jetzt müssen wir ein paar Button hinzufügen. Fangen wir mal an mit den Standardfunktionen neu starten und beenden. Passen das optisch an. So, da der Button natürlich im Standard nicht aufgeleuchtet sein soll, ist in dem Fall der Grundzustand die Nummer 2. Auch hier wieder exakt das gleiche wie vorher, wie bei allen anderen Objekten, die Buttons sind auch. Zunächst mal wollen wir es aufleuchten lassen. In dem Fall kommt die 1 zuerst, weil das unser aufgeleuchteter Zustand ist. So. Und die entsprechenden Befehle für das Hauptmenü gibt es natürlich auch. Und die heißen eigentlich ziemlich simpel, genauso wie sie sein sollen. In dem Fall Restart. Wir haben jetzt hier keine Ja-Nein-Abfrage rein, sondern es wird sofort gerestartet. Ja-Nein-Abfragen könnte man theoretisch auch machen, dazu müsste man noch weitere Objekte machen, die dann hier auf Klick des Restart-Buttons auftauchen, in dem Fall dann ein Ja und ein Nein, welche dann wiederum den Neustart des Spiels veranlassen oder ihn eben abbrechen. Aber in dem Fall verzichten wir jetzt darauf und lassen das Spiel direkt neu starten. So, das gleiche nochmal zum Beenden. Fügen auch den Button wieder hinein. Und stellen ihn wieder auf 2. Und der bekommt fast das gleiche Skript. Und anstatt Restart gibt es einen Quit-Befehl, welcher das Spiel sofort ohne weiteres beendet. So, als nächstes wollen wir die Textgeschwindigkeit ändern. Auch dafür wieder ein neues Objekt, Speed. Das hat 3 Zustände. Slow, Normal und Fast. So, das kommt unter den Text-Text-Speed. Wir ändern den Zustand im zweiten, weil das der Standard ist. So, hier auch wieder das übliche Aufleuchten. Nein, Aufleuchten haben wir diesmal nicht. Entschuldigung. Stattdessen stattdessen wollen wir hier jetzt die Objektzustände durchcyceln.
Also haben wir einen On-Click und befindet sich der Zustand des Objekts auf 2, in dem Fall auf Normal. Dann wird der Zustand auf 3 gewechselt. Und natürlich gibt es auch den Befehl TextSpeed mit den gleichen Werten drin. Den ändern wir auf Fast. Und damit weitere Skriptteile nicht ausgeführt werden, ein Break. So, und den Teil müssen wir jetzt noch 2-mal kopieren. Von Zustand 3 geht es auf Zustand 1, Slow. Und von Zustand 1 geht es auf Zustand 2, Normal. Und die können wir dann gleich hindurchstellen. So, machen wir das Ding aber erstmal komplett fertig. Wir brauchen jetzt noch Saves und Load Buttons. Zunächst mal einen Save Button. Wir haben jetzt für jeden einen eigenen, damit es hübsch aussieht. Auch den passen wir wieder an. So, Grundzustand ist wieder 2. Und auch hier der gleiche Teil mit dem On-Mouse. So, und beim On-Click gibt es den Befehl Save Game. Und da könnt ihr jetzt eine Nummer von 1 bis 10 antragen. In dem Fall ist das Slot 1. Und damit speichert ihr jetzt das Spiel. Damit sich anschließend das Menü wieder schließt, geben wir noch einen Return-Befehl hinzu. So, das Ganze nochmal als Ladebutton. Zustand 2 und fast das gleiche Skript. Und anstatt ein Spiel zu speichern, wollen wir es laden. Load Game. So, im Schnelldurchlauf mache ich jetzt nochmal eben die anderen Button. So, und das sollte jetzt funktionieren. Probieren wir mal aus. Es sollte sich jetzt anstatt dem Standardmenü unser Menü öffnen. Wunderbar. Und ihr seht, die Leuchtsachen funktionieren. So, stellen wir mal als erstes die TextSpeed um. Wunderbar. Und wir können das Spiel neu starten. Um nochmal zu sehen, dass er wirklich neu startet. Jawohl. Und wir können mal speichern. Jetzt haben wir Slot 1 gespeichert. Machen wir hier mal ein paar unterschiedliche. Wir nehmen jetzt mal den Schlüssel mit. Schließen die Tür auf. So, speichern hier Nummer 2. Und Nummer 3, ja, ihr seht, da hat noch einen kleinen Fehler, den korrigiere ich gleich noch. Den korrigieren wir hier. Den speichern wir hier. So, und jetzt können wir alle drei durchladen. Das war Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wunderbar. So, jetzt habt ihr hier noch den kleinen Fehler gesehen. Das liegt daran, weil der Subroom, das Main-Menü geschlossen wird, bevor wir mit der Maus von dem Objekt weg sind. Deswegen bleibt das Objekt gehighlightet. Das können wir aber auch schnell korrigieren, indem wir beim Verlassen des Menüs alle Icons nochmal auf zurückstellen. Und den Quit-Button können wir natürlich auch testen. Wunderbar, weg. So,
Wie machen wir das? Wir klicken auf den Hintergrund vom Raum oder auf den Raum hier drin im Gamepool, Main Menü. So, und erstellen ein OnExit-Skript. Und in dem tun wir jetzt alle Save-Button auf den Grundzustand 2 ändern. Speichern und ihr seht, das Icon ist anschließend so, wie es soll. Ja, das war es dann auch schon mit dem Hauptmenü. Das Schöne am Hauptmenü ist auf jeden Fall, dass man hier so ziemlich alles reinpacken kann, wozu man Bock hat. Ja, da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Man kann zum Beispiel Lautstärkeregler einbauen, man kann einen Schwierigkeitsgrad hier einstellen oder was irgendwas mit einem dem eigenen Adventure zu tun hat. Hier in dem Custom-Menü ist jede Einstellung möglich, die ihr irgendwie machen könnt. Ist ganz nach eurem Belieben. Also viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.